Die Anwendung von Immunocal ist besonders interessant im Kontext mit dem Alterungsprozess. Wir haben herausgefunden in den Ende der 90er Jahre in meiner Abteilung am Deutschen Krebsforschungszentrum, dass der Cysteinspiegel und in dem Kontext auch der intrazelluläre Glutathionspiegel im Verlauf des Alterns zwischen der dritten und der neunten Lebensdekade signifikant abnimmt. Auch die Mechanismen für diesen Abfall sind inzwischen einigermaßen gut verstanden. Dieser Abfall von Cystein und Glutathion erklärt offensichtlich auch den relativen Anstieg von oxidativem Stress im Verlauf des Alterns und damit verbunden natürlich auch die erhöhte Inzidenz verschiedener Erkrankungen, die mit oxidativem Stress verbunden sind, wie beispielsweise koronare Herzerkrankungen, Krebserkrankungen und andere altersbedingte degenerative Prozesse. Wir haben guten Grund zu glauben, dass dementsprechend eine regelmäßige Supplementierung mit Immunocal die beste Methode ist, um diesem Cystein- und Glutathionmangel entgegenzuwirken und dementsprechend auch diese altersbedingte degenerative Prozesse und andere Erkrankungen maßgeblich zu mildern.